als dann 89, Ende 89, es hieß, die Mauer ist gefallen und 1990 begann, war für uns dann eigentlich klar, ja, also es gibt für mich nur noch zwei Plätze auf der Welt, wo ich sein möchte. Das ist entweder da, wo ich groß geworden bin, in Holzappel in Westdeutschland oder in Blumberg. Wenn wir von Blumberg zu geredet haben, haben wir immer von zu Hause gesprochen. In den 50er Jahren wuchs der Druck aus Russland, die politische Doktrin, Enteignung der Landwirte und Entwicklung von sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Die Rolle der LPG in der DDR war ganz einfach, nachdem man die landwirtschaftliche Privatwirtschaft enteignet hatte, den kompletten landwirtschaftlichen Bereich zu bewirtschaften. Und die privaten Bauern wurden unter Druck gesetzt, entweder ihren Betrieb in die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft zu geben, umsonst, ja, und dann Landarbeiter auf ihren eigenen Flächen zu werden. Oder ich sag mal, man hat auch massiv dafür gesorgt, dass die Landwirte dann geflüchtet sind und so wie meine Eltern auch in den Westen. Mein Name ist Rainer Matthes, ich wohne in Blumberg am Stadtrand von Berlin, bin 62 Jahre alt und bin Landwirt. Und ja, leite unseren Familienbetrieb. 1990 war für uns eigentlich klar, wir wollen nach Hause zurück, nach Blumberg. So, und dann haben wir einfach gesagt, gut, wir fangen es jetzt einfach an, wir probieren es einfach mal, wir gehen nach Blumberg, haben von Freunden der Familie einige Flächen gepachtet. Unsere Flächen waren enteignet, gehörten der Treuhandanstalt. Ja, hatten wir keine Chance, die nutzen zu können. Und ja, so haben wir dann einfach mit Pachtflächen 1990 mal angefangen. Und mal gesagt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Die grundlegenden Anforderungen waren erstmal für uns, ich sag mal, mit den nicht mehr vorhandenen Strukturen klarzukommen. Ja, die DDR-Strukturen lagen auf einmal am Boden und entweder gab es sie nicht mehr oder sie waren nicht mehr nutzbar. Und ganz einfach Dinge, wo bekommst du deinen Dünger her, wo kriegst du deine Trägerersatzteile her? Also ich sag mal, ganz banale Dinge heutzutage, die mussten irgendwo geklärt werden. Da meine Eltern über die 40 Jahre DDR sehr viele Kontakte gehalten hatten nach Blumberg und Umgebung ja, ich sag mal, wir viele Freunde und Verwandte in der Region hatten, haben wir bereits von Anfang an sehr viel Hilfe erfahren. Ja, auch viele Familien, die uns dann geholfen haben und unterstützt haben. Und ich denke mal, ohne das wäre es deutlich schwieriger gewesen. Ja, das ist so.